dritte Liga bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Spitzenspiel in der Hensch Arena. Der Tabellenführer zu Gast beim SV Meppen. Große Kulisse. Über 10.000 Zuschauer. 1.500 aus Duisburg. Und Dennis Undaff, der Topscorer in Liga 3, war auch wieder dabei nach Gelbsperre. 14 Tore, 12 Vorlagen. Gehen wir rein in dieses Spiel. Die erste Chance hatte der Gast aus Duisburg nach Freistoß von Lukas Szczepanik, der heute für den verletzten Arne Sicker in der Startelf stand. Max Jansen ist dazwischen gespritzt und dann kam der starke Torhüter Erik Domaschke und vereitelte diese Chance. Es war ein turbulentes Spiel. Diesmal die Meppener im Angriff. Der starke Hassan Amin über die linke Seite. Super Flanke. Dennis Undaff mit dem Kopfball wurde da noch ein bisschen behindert. Halbzeitstand 0:0. Das war aber nicht der Gang in die Kabine zum Pausentee, sondern Schiedsrichter Michael Bacher musste das Spiel unterbrechen wegen Banner, die auf die Causa Hopp anspielten. Es gab auch Christian Neidhardt, der bei den Fans war. 7,5 Minuten insgesamt wurde unterbrochen. Jetzt wieder Fußball. Die 59. Spielminute. Meppen drängte auf das 1:0. Luka Tankulic sah in der Mitte Valdet Rama. Da fehlten Zentimeter. Klasse Flanke vom Zehner der Meppener. Und auch der Abschluss war nicht von schlechten Eltern. Christian Neidhardt sah, dass seine Mannschaft immer näher dran kam, musste aber auch hinten aufpassen. Vincent Vermeer hier. Klasse gegen Thilo Leugers. Und dann ging es für die Zebras nach vorne. Stoppelkamp. Gut den Ball mitgenommen. Und der eingewechselte Mickels wartete. Schloss ab. Aber Erik Domaschke, der da behinderte. Er war es aber nicht, der rettete, sondern der Steffen Puttkammer. Brillante Grätsche vom Innenverteidiger. Thorsten Lieberknecht. Wann läuft es endlich wieder für den MSV? Er wollte mehr, aber Meppen kam. Es war eine unfassbare Phase in diesem Spiel. Eckstoß von Armin auf den Kopf von Marco Komenda. Und was für eine Parade von Leo Weinkauf zum Zungeschnalzen. Nochmal übergegriffen wie einst Oliver Kahn zu seinen besten Zeiten. 81. Spielminute. Weinkauf wollte das Spiel schnell machen, bekam den Ball aber zurück und dann hier hatte der Kollege schon abgeschlossen. Meppen blieb dran, war aufmerksam. Schöne Aktion vom SV Meppen und das 1:0 durch Luka Tankulic. Das müssen wir uns gleich mal anschauen, was da alles schief lief. Weinkauf, der Pass war unsauber auf Gembalis, der schon ein bisschen abgeschlossen hat. Und dann hervorragend von Valdet Rama, der das gerochen hat. Und Tankulic musste nur noch einnetzen. Fünftes Saisontor. Zum fünften Mal in Folge machte der SV Meppen in Liga 3 das 1:0. Auf dem Weg zum ersten Heimsieg 2020. Aber einmal kam der MSV noch. Stoppelkamp, die letzte Sekunde, der eingewechselte Budimbo. Und dann Erik Domaschke. Bald die Fäuste, klasse Parade, hält die Null fest und auch den Dreier. Wie bewerten Sie die 90 Minuten? Scheiße, brauchen wir gar nicht. Natürlich stehen wir mit leeren Händen da und gute Leistung hin und her. Wir müssen das Ding hier einfach mal zu Null zu Ende bringen. Wir schießen uns das Tor selbst rein. Wir haben Möglichkeiten, eben hier da das Ding für uns in die richtige Bahn zu bringen. Trotzdem war das insgesamt ein Spiel, wo ich sage, okay, wenn es unentschieden ausgeht, dann ist es insgesamt in Ordnung. Aber wir verlieren das Spiel durch einen individuellen Fehler. Am Anfang hatten wir schlechten Zugriff. Wir sind nicht so richtig ins Spiel gekommen. Die Duisburger haben es gut gemacht von hinten raus. Haben sehr ruhig gespielt, sehr konzentriert die Bälle dann durchs Mittelfeld. Haben dann in der zweiten Halbzeit ganz klar angesprochen, dass wir da besseren Zugriff kriegen müssen. Haben versucht, das dann auch so umzustellen. Haben dann 4-1-4-1 gemacht und ist uns gelungen dann. Kann Meppen aufsteigen? Meppen kann aufsteigen. Ich denke, viele Mannschaften sind da oben im Lostopf. Gerade nach diesem Spieltag, die aufsteigen können. Ich denke, wir haben heute ein Ausrufezeichen an die Liga gesetzt. Sie können aufsteigen, aber sie können auch feiern. Den Tabellenführer besiegt mit 1:0. Der MSV Duisburg bleibt oben
an der Spitze, aber nur ein Sieg aus den letzten 8 Spielen. So langsam muss man wieder zurückfinden in die Erfolgsspur. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.